Willkommen zurück bei der Stoic Challenge Dark Souls 3 mit dem Kopf durchs Gebirge bis runter in die unteren Schichten des Erdmantels durch und in die Magma-Lava-Hölle und dann aber nicht verbrennen, sondern ganz entspannt Ruhe finden. Das ist unser Programm hier. Wir sind unglaublicherweise bei Folge 17. Ich bin nochmal zurück an den Anfang von Cathedral of the Deep. Wenn ihr das aus irgendwelchen Gründen, für die ihr wahrscheinlich einen Therapeuten braucht, tatsächlich komplett angeguckt habt, werdet ihr das wiedererkennen. Oder wenn ihr Dark Souls 3 selber gespielt habt, werdet ihr das auch wiedererkennen. Hier oben geht es zu dem Raum, in dem die drei Bogenschützen... Klang jetzt, als wäre irgendwas gestorben, oder wie auch immer, an dem die drei Bogenschützen und die zwei Hunde sind. Und hier stellt sich raus, ich habe ganz klugscheißerisch, als ich hier raufgegangen bin, bin ich hier links abgebogen, habe gesagt, haha, ich bin so schlau, weil ich so viele von diesen Spielen spiele, bin ich hier abgebogen, weil ich genau weiß, dass das Design einen nach da oben zieht und deswegen hier links was zu holen ist. Und habe dabei eine noch frühere linke Abzweigung übersehen. Die ist mir jetzt begegnet, weil ich ein bisschen Seelen gesammelt habe, damit ich mal ein Level dazu gewinne. Ich bin ja jetzt so oft gestorben in den letzten Folgen, dass das seit langem nicht mehr vorangeht mit dem Leveln. Und mal sehen, ob das jetzt unklug ist. Mit 13.000, das müsste schon fast reichen für ein neues Level, aber hier gibt es eben noch einen Shiny zu holen. Es gibt aber auch jede Menge Bloodstains auf dem Weg zum Shiny. Und hier oben gab es auch eine Nachricht übrigens, die habe ich gerade nicht angeguckt. Das ist auch nicht die Nachricht, an die ich mich erinnere. Ally ahead. Ha. Letztes Mal, als das letzte Mal dachte ich, hätte da gestanden. Ah ne, das war hier. Turn left. Genau, left and then tough enemy ahead. Hier steht es aber Ally ahead. Wir werden sehen, was von beidem eigentlich wahr ist. Drei Blutflecke sprechen nicht für Ally. Ich nehme mal das Schild zur Hand. Und dann gucken wir raus. Das ist Paladin's Ashes. Okay. Das sind jetzt schon die zweiten Aschehäufchen, die wir aufsammeln. Aschehäufchen kann man ja der Handmaiden geben, die dann mehr... Auch so ein Mechanismus, den man nicht hinterfragen sollte. Die dann mehr... Items zur Verfügung hat, weil man offenbar in dieser Welt aus Asche Gegenstände macht. Und dann würde ich sagen, mit 13.000 Seelen und weil wir sowieso gerade hier am Bonfire sind, erledigen wir das dann auch schnell. Ansonsten geht es heute mal inhaltlich mit ein bisschen Philosophie-Themen weiter. Ich mache hier mal gerade Geräusche am Mikrofon. Warum auch nicht? Es passiert ja eh nichts im Spiel. Seien wir doch ehrlich. Mit den Philosophie-Themen nämlich, ich habe ja letztes Mal nicht so viel geredet über irgendwelche Themen. Das war eher eine meditative Folge. Das Mal davor haben wir über Peter Singer geredet und Moralphilosophie und die Frage, ob Experten oder Laien eigentlich die wichtigeren sind. Das war ein bisschen wirr, glaube ich, und hatte nicht so richtig Zug. Geben wir dem mal die ganzen Asche. Häufchen. Genau, da haben wir nämlich zwei, wusste ich's doch. Ashen one, what woeful umbral ash is this? Da kann ich doch nichts für. Barren dust, stuff of a fool, won't yield aught. Einen gibt's zurück. Where did... Oh yes, I see. Zu schnell weitergeklickt. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Okay. Wouldst thou not agree? I wouldst thoust. Ich habe ja den Verdacht, dass viel von diesem archaischen Englisch in Dark Souls... ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte, weil ich bin natürlich jetzt nicht der Experte, aber mir kommt das oft falsch vor. Ich habe das mal ein bisschen recherchiert. Passing fine ash thou hast given. Das wirkt richtig, aber gelegentlich stehen da Sätze, wo die grammatischen Formen, glaube ich, nicht... Ich kann das jetzt ohne einen konkreten Satz, kann ich da nicht viel zu sagen, fällt mir auf, aber verkaufen wir noch schnell unseren Schrott. Vor allem Waffen, die wir nicht brauchen und Kleidungsstücke, die wir nicht brauchen.
weil wir sie mehrfach haben. Das wird langsam unübersichtlich. Aber hier haben wir Thrall Axe, die haben wir auf jeden Fall dreimal. Dann können wir zwei von verkaufen. Battle Axe, Brigand Axe, das lassen wir mal. Great Axe, das reicht auch eine. Gut, ansonsten scheint das alles nur einmal da zu sein. Arbalest, der Crossbow, den wir neulich gefunden haben. Bei den Schilden sieht es unique aus. Den Northern Helm haben wir doppelt. Den Hut haben wir doppelt. Okay. Hier sieht es auch einmalig aus. Hier sehe ich jetzt auf die Schnelle auch nichts. Gut. Ashen One, be sure to bring more souls. Ja, ja, ja. Dann noch schnell das Level holen, wenn wir die. Da ist sie, Firekeeperin finden. Welcome home, Speak. Very well. Ich hoffe, es reicht. Then touch the dark. Take nourish. Tümpi tümpi tümp. Ja, wir da zusätzliche HP durch ein Level Vigor ist jetzt deutlich unter 40. Es wird also weniger. Da wünschte ich mir manchmal schon ein bisschen einen Guide. Oh, Endurance. Weil es ja eventuell interessante Waffen gibt, die wir irgendwann mal benutzen könnten. Und für die wir dann bestimmte Stats brauchen. Und das, wenn man das nicht weiß, dann kann man sich da auch nicht drauf vorbereiten. Level 2. Ich weiß nicht, was das jetzt bewirkt hat. Ab in die Cleansing Chapel und weiter in Cathedral of the Deep. Vielleicht kommen wir ja heute der Sache der Ende, dem Ende ein bisschen näher. Das mit dem Fortschritt ist ja auch immer so eine Sache. Das sage ich jetzt noch, bevor ich dann zum eigentlichen Thema komme. Dass nämlich sich durch die Level durchzuarbeiten, ja auch eine Art von Fortschritt ist, aber der eigentliche Fortschritt, den wir haben wollen, ist ja im Plot voranzukommen, soweit man davon reden kann bei Dark Souls Spielen, also auf jeden Fall auf dem Weg zu den Bossen voranzukommen. Und das ist natürlich, wenn man die Level nicht kennt, auch schwer zu sagen, wie weit man da vorangekommen ist, wenn man ja nicht weiß, wie weit es ist. Wie gesagt, in der Cathedral of the Deep ist mein Verdacht, dass der Boss auf diesem Altar sitzen wird. Aber ich habe ja auch in Farenkeep gedacht, dass die Abyss Watchers in diesem Sumpf sitzen, und das war offensichtlich weit von der Wahrheit entfernt. Hier übrigens beim Seelensammeln noch eine Querverbindung. Hier links unten sitzt einer von diesen Wurmhaufen, Monster, Viecher, Gesellschaften. Und das ist die Stelle hinter. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so beschreiben kann, dass das überhaupt Sinn macht, aber da draußen sitzt der Kristallwurm, der Titanite-Wurm, den wir noch nicht erlegt haben. Und da ist dieser enge Durchgang, der hier dann reinführt. Das verbindet also auch mit einer Stelle, die wir schon kennen. Das ist auch nicht verwunderlich, weil ja draußen von diesem Bonfire kann man diesen Shortcut nehmen und dann landet man auch da. Es passt alles zusammen. So, aber jetzt auf in die Cathedral. Und zum Thema. Wir haben, wie gesagt, über Peter Singer gesprochen. Peter Singer ist ganz berühmt als Moralphilosoph und wahrscheinlich am berühmtesten und am einflussreichsten gewesen als Begründer der, oder ja, das geht vielleicht ein bisschen weit, aber als ein sehr maßgeblicher Beiträger zur Tierrechtsdebatte. Also zur Frage, was darf man mit Tieren machen? Ich habe es ja schon mal angedeutet, darf man Tiere umbringen, darf man, wen darf man umbringen? Wen darf man wie benutzen für seine Ziele?
Das Ganze fällt, wie gesagt, in die Moralphilosophie. Und die Moralphilosophie ist insofern ganz interessant, als dass in den letzten Jahren von einer introspektiven und eher abstrakten Wissenschaft, die sehr auf Axiomatik beruht hat, also wo man sich so Grundfragen, ist alles Leben gleich viel wert, gestellt hat. Und wenn man die beantwortet hatte, dann konnte man die Antworten anwenden auf reale Probleme. Und das hat sich ein bisschen geändert. Das ist, glaube ich, inspiriert vom Erfolg der Neurowissenschaften und der Psychologie zu einer empirischen Wissenschaft geworden. Das heißt, man stellt jetzt nicht mehr die Frage, wie sollte es aufgrund irgendwelcher vorgegebenen moralischen Prinzipien sein, sondern man stellt die Frage, wie, also die schließen sich ja nicht aus, die Fragen, um hier genau zu sein, aber man stellt eher die Frage, was ist denn die Haltung der Menschen dazu? Indem man dann, also die Experimente bestehen dann darin, das glaube ich jetzt nicht, bin jetzt gestorben. Was waren denn das schon wieder für Zehnfachattacken? Na gut. Ist ein bisschen schade, weil ich jetzt lange an diesem Ritter rumgekaut habe und ich weiß schon, weil ich da auch Seelen gesammelt habe, dass der leider respawnt. Das heißt, der wird jetzt wieder da sein. Aber das ist ja wie immer hier die Gefahr beim zu viel Quatschen. Und dass das direkt dazu führt, dass dann das Gameplay nicht mehr up to snuff ist, um das mal richtig anzureichern hier mit Anglizismen. So, also Moralphilosophie. Die war mal quasi axiomatisch, dass man sich gefragt hat, was sind denn unsere moralischen Prinzipien, auf denen wir gerne beharren möchten und wie wirken die sich aus. Und neuerdings macht man da eher so Experimente. Und eins der Experimente, auf das ich so ein bisschen eingehen will, ist das Trolley-Problem. Und es wird auch, glaube ich, gleich klar, warum ich da vor allem auch im Zusammenhang Spiel noch eingehen will. Ach, das ist ja lustig. Die nehmen auch Schaden von diesem... Ach, Himmel, Herrgott. Ein bisschen nervig. Ich möchte jetzt nicht mehr gestaggert werden von dir, das ist langweilig. Das sieht immer so leicht aus, wenn erfahrene Dark Souls-Spieler diese Backstabs machen. Und ich schaffe das nicht, ich komme schon gar nicht hinter die Gegner. Egal was ich mache. Und es stimmt auch nicht egal, was ich mache, sondern wenn ich dann nicht versuche, hinter die Gegner zu kommen, dann klappt es plötzlich. Ich habe ja ein paar hier oben übrigens, ne, das können wir auch mal verbinden mit dem, was vor zwei Folgen passiert ist, wo wir hier oben über diese Stege gelatscht sind. Das war übrigens jetzt gerade der verbleibende Gegner, der durch die Vergiftung aus der Statue gestorben ist. Hier oben sind wir ja über diese Latten, Leisten, Streben, wie auch immer, Brücken marschiert. Und da habe ich ja mehrere Backstabs angebracht, aber ich weiß nicht wie. So, hier haben wir einen Hebel. Den habe ich auch schon ausprobiert. Das wird mich also nicht überraschen, dass hier gleich der Chor aus dem Boden gefahren kommt. Wie in jeder Kirche, die was auf sich hält, gibt es einen Hebel, mit dem man... ich glaube, das heißt Lettner. Den Lettner, mit dem man im Chor vom Raum, in dem die Gemeinde sitzt, abtrennen kann. Oder also abtrennen kann. Jetzt habe ich meinen eigenen Blödsinn gerade hier eingearbeitet, dass das in jeder Kirche optional ist. Also wenn diese Mauer besteht, dann trennt die den Chor vom Gemeinderaum. So. Und hier gibt es einen Hebel, mit dem man das hochfahren kann. Das ist ganz dekorativ, aber ich vermute mal, dass das oben jetzt auch die Funktion einer Brücke hat. Das heißt, da drüben oben
ist jetzt möglicherweise was möglich, was vorher nicht möglich war. Das muss man gelegentlich mal dann ausprobieren. Hier gibt es noch ein Item, das ich extra liegen gelassen beim Erkunden, damit wir es jetzt holen. Das ist ein langweiliges Item, okay. Und hier ist jetzt natürlich die Frage, insbesondere auch, weil da drüben ja noch so ein Riese kniet, können wir diesem Riesen hier zu Leibe gehen. Und während... Machen wir erstmal den da drüben weg, damit er uns nicht in den Rücken fällt. Das Problem hier ist auch, hier ist wieder sehr tiefes, sumpfiges Wasser. Das heißt, mit Bewegen ist hier gleich nichts. Was den Riesen nicht betreffen wird, aber uns. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, das Geklapper kommt von oben, von dem Priester, von dem dicken Priester, der da rummarschiert. Ich würde das gerne ausprobieren, weil da drüben eine große Tür ist, die man aufmachen kann, die vielleicht ein Shortcut irgendwo hin ist, wenn mir auch nicht ganz klar ist, wohin, aber ich wüsste es gerne. Aber der Riese ist schon ein richtiger Riese, im Sinne von, er ist sehr, sehr groß. Und es stand natürlich da drüben irgendwas von nah an den Füßen halten und ich probiere es jetzt mal. Um nicht viel zu verlieren. Ich sehe gar keine Health Bar. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat. Gucken wir mal, ob wir die Tür aufkriegen. Das scheint zu gehen. Huch, okay. Ja, ich weiß nicht, so von der Anordnung kann ich mir jetzt nicht kein Urteil bilden, ob da jetzt was Neues auf uns wartet oder ob wir zurückverbinden zu irgendeiner Stelle, an der wir schon gewesen sind. Gewesen sind wir hier auf jeden Fall noch nicht, denn hier liegt ja was. Saint Bide, Saint Bident. Eine blockierte Treppe. Und in der anderen Richtung auch eine blockierte Treppe und ein Homeward Bone. Zwei Homeward Bones, um genau zu sein. Okay, das ist einfach eine Sackgasse. Dafür sind natürlich zwei riesige Türen auch ein bisschen Overkill. Aber vielleicht hat es ja mal noch eine Funktion später. Hier haben wir wieder einen Blick auf die Sümpfe. Glaube ich. Moment, nee. Ja doch, da oben ist wieder der Drache. Ja, gut, das war nix. Also nicht nix, aber ein paar kleine Items und eine Sackgasse. Der Riese schien jetzt gar keine Health Bar zu haben, deswegen ist der, glaube ich, auch ein roter Hering. Ein sehr, sehr großer roter Hering. Wir nehmen mal noch das hier mit, okay, eine Kleidungskollektion. Und dann lassen wir den mal lieber hier sitzen. Der stört uns ja auch nicht weiter, wenn wir ganz ehrlich sind. Stört uns mehr, wenn wir da oben rumgehen. Das müssen wir ja wahrscheinlich nur so oft. Na. Okay. Also so, dieses Spiel hat eine... Was? Verstehe nicht vorhin. Wie auch immer. Hat eine Eigenart, einen von den wichtigen Themen des Lebens abzulenken. Wie das so die Art von Spielen manchmal ist. Es geht ums Trolley-Problem. Es geht um die Art und Weise, wie die Moralphilosophie zu einer empirischen gemacht wurde. Hier ist ein Hebel, den ich noch nicht gezogen habe. Bin gespannt, was passiert. Das Trolley-Problem. Noch eine Tremor. Funktioniert folgendermaßen.
Man stelle sich vor, man befindet sich auf einer Brücke mit Blick auf eine Bahnstrecke. Auf der Bahnstrecke befindet sich ein Waggon. Die Bahnstrecke ist am Hang, sodass der Waggon ungebremst und führerlos diesen Hang beschleunigt runterfährt. Und unten befinden sich Bauarbeiter, die man auch nicht warnen kann. Und diese Bauarbeiter werden jetzt von diesem runterrollenden Waggon bedroht. Also, und zwar für den, ne, das ist ein Gedankenexperiment, da können wir uns, und das wird auch gleich das Problem sein, aber da können wir uns ausdenken, was wir wollen, und wir denken uns jetzt aus, dass die mit Sicherheit sterben werden, diese Bauarbeiter. Und sagen wir mal, es sind 10 von denen. 10 Bauarbeiter arbeiten da, der Waggon rollt da runter und wenn er sie erreicht, sind sie tot. Wir haben einen Hebel vor uns, so wie diesen Hebel, den ich da gerade betätigt habe, um diese, übrigens wahrscheinlich auch wieder eine Brücke, die da oben rumführt. Ich sag's nur schon mal. Also wir können auch so einen Hebel ziehen und dann wird dieser Waggon umgeleitet und anstatt, dass er diese 10 Bauarbeiter tot macht, macht er einen einzelnen Bauarbeiter tot, der auf einem Nebengleis arbeitet, der aber ursprünglich mal nicht gestorben wäre. So, und die Frage an die Probanden in diesem Experiment, wie gesagt, es ist ein experimentelle Psychologie oder Philosophie, man fragt die Probanden, zieht ihr diesen Hebel oder zieht ihr ihn nicht? Man kann jetzt mal in sich selber reinhören. Und ich glaube, wenn ihr so funktioniert wie ich und wie die wahrscheinlich alle, die dieses Problem befassen, dann habt ihr da jetzt zwei widerstrebende Impulse. Einer ist besser als 10. Ein Todesopfer ist besser als 10 Tote. Aber diesen Hebel zu ziehen fühlt sich total unsympathisch an, weil man ja dadurch auf eine Situation, mit der man eigentlich nichts zu tun hat, plötzlich Einfluss nimmt. Und der eine, der dann stirbt, an dem ist man irgendwie schuld. Während an den 10, die vorher gestorben sind, ist man irgendwie nicht schuld. Obwohl man, das ist das Paradoxon oder Paradoxe sagen und bin von der Betonung auch total verwirrt, weil das eine ja so und das andere so betont wird. Das ist aber eigentlich gar keine Paradoxie, sondern das sind einfach zwei verschiedene Wertesysteme. Das eine ist, wir wollen möglichst wenig Leute zum Tode bringen und das andere ist, aua, mit den 10 Toten hatten wir ja wie gesagt nichts zu tun. Und wenn wir jetzt diesen Hebel ziehen, dann haben wir einen tatsächlich umgebracht. Und deswegen ist es so, ich weiß jetzt, muss ich gestehen, die konkreten Zahlen gar nicht, aber wenn man dieses Experiment macht, abhängig davon, wie man die Frage stellt und wie man das präsentiert, ist es aber immer so, dass man mehr als die gleiche dass es nicht reicht, dass es einfach nur weniger Tote sind auf dem anderen Weg. Sondern es müssen deutlich weniger Tote sein, sonst macht man das nicht. Sonst möchte man das nicht machen. Sonst möchte man da nicht eingreifen. Das ist das Ergebnis. So. Und was ich persönlich daran super interessant finde, ist, dass diese ganzen, sage ich jetzt, obwohl ich nur eins vorgestellt habe, aber es gibt eine ganze Reihe von solchen Gedankenexperimenten, stellen wir uns mal vor. Und so komme ich da auch drauf. Peter Singer hat in diesem Interview, das mich inspiriert hat, überhaupt über Peter Singer zu reden, hat er ein ähnliches Gedankenexperiment vorgestellt. Hat gesagt, stellen wir uns mal vor, wir haben vor uns ein Kind und aus irgendwelchen metaphysischen Gründen ist es so, dass wenn wir dieses Kind jetzt zu Tode foltern, dann führt das dazu, dass es auf der ganzen Welt nie wieder Krieg und Elend gibt. Aus welchen metaphysischen Gründen auch immer, das ist natürlich völlig absurd, das wissen wir alle, aber das ist eben das Prinzip dieser Gedankenexperimente. Das Gedankenexperiment ist, wir können ein Kind... Was war das denn? Wir können ein Kind totfoltern und dadurch verhindern wir aber Krieg und Tod und Verderben für zahllose Millionen von Kindern und Erwachsenen. Jetzt und in alle Zukunft. Und natürlich wäre jetzt rational die Antwort völlig klar. Natürlich müssen wir das dann machen.
Und Peter Singer sagt sehr richtig, die rationale Tatsache, dass wir das machen müssen, bedeutet natürlich noch nicht, dass wir es auch machen können, also dass wir dazu psychologisch in der Lage sind. Das sind zwei getrennte Fragen. Aber ich würde sogar argumentieren... Aua. Das wird jetzt nicht normal passieren. Eieieiei. Ja, dass ich hier nochmal lebend rauskomme, bezweifle ich allmählich. Ja, klappt nicht. Dann haben wir nochmal ein bisschen Zeit, Luft zu holen und uns dem Problem zu widmen. Also die eine Frage ist, können wir das psychologisch? Sind wir in der Lage, unsere Instinkte zu überwinden und eine grauenhafte Tat auszuführen, wenn wir uns sicher sind, dass diese grauenhafte Tat dazu führt, dass netto, das Ganze übrigens, dass das Wort auch mal gefallen ist, heißt in der Philosophie Utilitarismus. Das ist die philosophische Idee, dass man alles, was man macht, sollte so sein, dass es im Ganzen... und dann ist die Frage, wie man das definiert, aber dass das Wohlbefinden aller steigert. Und so ist das dann auch verbunden mit den Tierrechten. Wir haben ja auch einen Vorteil davon, wenn wir Tiere quälen. Aber dieser Vorteil wiegt den Nachteil, den die Tiere haben, nicht auf. Und deswegen folgt utilitaristisch bei Betrachtung der Gesamtlage, dass man Tiere nicht quälen darf, weil der Vorteil den Nachteil, den die Tiere davon haben, nicht aufwiegt. Und nicht nur die Tiere übrigens. Also weiß ja jeder, der ein Video von Tierhaltung gesehen hat, dass das auch für die Leute, die davon wissen, was den Tieren passiert, ein psychologischer Nachteil ist, das zu wissen und dafür mitverantwortlich zu sein. So, jetzt hast du es mal gesehen. Waren nicht viele, aber das ist eine Frage des Prinzips. So, das geht hier unten oder was? Drang Hammers und dann haben wir hier in der Mitte noch was. Ah, es ist ein mühsames Geschäft, diese Sümpfe zu rollen. Schöner Sache. Interessant, das hört sich jetzt an, als wäre ich gestorben, bin ich aber nicht. Meinetwegen dürfen jetzt aber auch gerne diese beiden Anzeigen da weggehen. Ach, das Spiel. Okay. Haben wir ja relativ unbeschadet überstanden. So. Jetzt sind wir mit dem Setup durch. Es gibt also dieses Trolley-Problem, es gibt auch sowas wie das, was Singer da schildert. Diese Frage, foltere ich ein Kind zu Tode, wenn ich weiß, dass ich dadurch Millionen von Kindern vor Folter und Elend bewahre? Und das Problem, das all diese philosophischen Gedankenexperimente in meinen Augen haben, und ich habe ja, wie gesagt, habe ich in der vorigen Folge schon mal erwähnt, mein Hintergrund ist Wahrnehmungsforschung, und also die bayesianische Variante der Wahrnehmungsforschung, die für mein Urteil die maßgebliche ist heutzutage, und das ist eine wahrscheinlichkeitstheoretische. Und das ganz Wichtige, was auch in der Politik und überall heute weltweit eine große Rolle spielt, ist diese Erkenntnis, dass Unsicherheit, sowohl was die Wahrnehmung als auch was die Entscheidungen, das ist ja, wofür wir wahrnehmen, ist ja, damit wir Entscheidungen fällen können. Und dafür ist Unsicherheit ein riesiges Problem. Und das ist das, was diese ganzen Gedankenexperimente, zumindest soweit ich sie kenne, eigentlich fast immer ausblenden. Okay, das ist ein etwas beefierer Gegner, der aber im Moment da schläft. Das hat ja prima funktioniert. Nämlich gar nicht. Nein. Also, diese Multi-Attacken. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich kein großer Freund davon bin. Wäre mir wichtig.
auch diese Angriffe, die einen tracken, nachdem man schon ausgewichen ist. Ich meine, das heißt ja nur, dass mein Timing scheiße ist, aber... Tja, das funktioniert nicht. Gut, wieder eine Verschlafpause, um das Thema zum Ende zu bringen. Es dauert ja, das muss ich auch jetzt mal lernen. Das ist ja auch eins der Themen, die sich hier durchziehen. Wie lernt man unter Beschuss? Und was ich lernen muss, ist, dass die Themen immer länger dauern, als man vorher sieht, weil ich ja ständig von irgendwelchen Monstern angegriffen werde beim Reden. Die Unsicherheit. Das ist ein ganz großes eigenes Thema für sich. Entscheiden unter Unsicherheit ist ganz schwierig. Und das gilt auch für moralische Entscheidungen. Und jetzt in diesen beiden Fällen, denken wir mal kurz drüber nach, was heißt Unsicherheit? Unsicherheit heißt, dass der Gedankenexperiment ja davon ausgeht, ich weiß, das Todfoltern dieses Kindes. Das ist ein sehr unappetitliches Bild, aber das ist ein bisschen der Punkt, den Singer da machen will. Natürlich, dass das wirklich eine moralisch und instinktiv extrem abstoßende Handlung ist, die wir da machen sollen. Und das Gedankenexperiment ist, wir wissen zu 100%, das führt dazu, dass es keine Kriege mehr gibt. Und dann müssen wir das doch machen. Und das ist ja schön und gut, aber wir wissen ja auch, in der realen Welt gibt es diese Sicherheit nicht. Wir können das gar nicht wissen. Wir können das nicht zu 100% wissen und wir können das realistisch. Eigentlich müssen wir sofort sagen, wie soll denn der Mechanismus sein? Wir müssen nicht nur wissen wir es nicht, sondern wir haben ja noch nicht mal ein Weltmodell innerhalb dessen, das sinnvoll sein kann. Und in einer solchen Situation müssen wir jetzt nicht abwägen, das Elend von einem Kind gegen das Elend von Millionen von Kindern, sondern das Elend von einem Kind gegen vielleicht... Ja, was macht der denn da? Gegen vielleicht das Elend von Millionen von Kindern. Das macht mehr Sinn. Aber ihr könnt euch auch gerne gegenseitig. Da habe ich gar nichts. Da habe ich gar keine Einwände. Ja, also das erste Problem hier ist offensichtlich Gegnermanagement. Weil mit den beiden zusammen kommen wir nicht klar. Und wenn ich jetzt da reinrenne, vermute ich mal, steht der zweite wieder auf. Deswegen werde ich jetzt mal zusehen, ob wir den hier nicht auf uns aufmerksam machen können. Die Frage ist allerdings, ein Black Knight mit einem Greatsword. Und das hat ja schon mal nicht funktioniert. So, jetzt habe ich immerhin das Timing mal verstanden. Okay, ich habe was dazugelernt. Who would have thunk it? Und ich glaube, also vielleicht sieht man es schon, vielleicht muss ich jetzt gar nicht so furchtbar weit ausholen. Die Unsicherheit, wenn wir die da einführen, dann schmeißt sie das ganze Ding komplett um. Sobald wir nicht sicher sein können, dass unsere Handlungen die Folgen haben, die sie in diesen Gedankenexperimenten haben, ist dieses ganze moralische Konstrukt, natürlich müssen wir das machen, natürlich müssen wir diesen Hebel ziehen und den Wagen umlenken im Trolley-Experiment. Weil wir wissen ja, wenn wir den Hebel umlenken, dann sterben da nicht 10, sondern einer. Aber so ist die Welt ja nicht. Sondern die Welt ist so, dass uns das vielleicht jemand gesagt hat, vielleicht der Organisator von dem Experiment hat uns gesagt, wenn du diesen Hebel ziehst, dann stirbt nicht einer, sondern sterben nicht 10, sondern einer. Das kann ja sein. Aber glauben wir dem? Haben wir einen Grund, dem zu glauben? Kann der sich irren? Kann der uns anlügen? Das sind alles Optionen. Und wenn der sich irrt und wir diesen Hebel ziehen und dann sterben alle 11, dann nicht so gut. Und ich glaube, dass das sind alles, also solche Entscheidungen trifft man immer aus einem Instinkt heraus und nicht aus einer Ration, also beziehungsweise will so sagen, rationale Entscheidungen basieren immer auf unseren Emotionen, weil wir, selbst wenn wir Argumente gegeneinander anführen, am Ende immer emotional abwägen müssen, welches Argument soll mehr wiegen als welches andere.
Und da führt Unsicherheit in diesem Sinn, dass man eben nicht zu 100% von irgendwas sicher sein, über irgendwas sicher sein kann, sondern es immer Quellen für Zweifel gibt, spielt eine riesige Rolle. Und macht diese ganzen moralphilosophischen Fragen deutlich komplizierter. So, und jetzt die Verbindung hierzu. Ich glaube, dass die Ästhetik dieser Spiele, dieser Form von Spiel, die Dark Souls erfunden hat, es gibt auf YouTube eine ganze Serie von Videos über Dark Souls-like, Dark Souls-artige Computerspiele. Und was sind Dark Souls-artige Computerspiele? Ich glaube, es sind unter anderem Spiele, die mit dieser Unsicherheit ganz viel arbeiten. Wenn ich einen neuen Raum betrete, und so verhalte ich mich ja auch, dann weiß ich nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, ob der Gegner ein ganz harmloser ist, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, der mit 2-3 Schlägen erledigt war, oder einer wie so ein Black Knight, bei dem ich erstmal 3-mal sterbe, bevor ich überhaupt eine Ahnung habe, wie man den besiegen könnte. Und das ist ein, finde ich, total interessanter Mechanismus, aus dem man ganz viel lernen kann. Und da haben wir jetzt die Verbindung auch zur Stoic Challenge, weil wir wollen hier Erkenntnisse mitnehmen in unser Leben und unsere Existenz. Ich habe übrigens den Verdacht, dass dieser Aufzug hier was mit diesen Brücken zu tun hat. Und den testen wir gerade mal. Ich vermute, dass er nach oben geht und uns zu diesen Brücken bringt. Der erste Teil stimmt schon mal. Der zweite Teil geht es auf Anhieb noch nicht, aber doch, da geht es doch auf der richtigen Seite schon mal raus. Was ist hier noch los? Wirkt soweit ganz friedlich. Machen wir mal was kaputt. So, da ist der eine Lettner. Ich weiß gar nicht, ob das auch Lettner heißt. Ich mag nur das Wort so gern. Und also, um das noch zum Ende zu bringen, was ich ganz interessant finde in diesen Spielen, dann ist, dass die einem und das ist ja die Rolle von Spielen, dass sie einem bestimmte Dinge, die man im Leben nur unter ganz großen, ich weiß nicht, was dieses Leier immer mir sagen soll, bestimmte Dinge, die man im Leben nur unter ganz großen, unterm Zahlen ganz großer Preise, was rede ich denn da? Also von hohen Preisen nur ausprobieren kann. Das ist ja, deswegen hat ja unsere Psychologie und die Natur Spiele überhaupt erfunden, weil wir damit im Spiel, das machen ja auch alle höheren Tiere, Säugetiere, Fische spielen wahrscheinlich auch, wenn wir genau hinschauen, dass sie riskante Situationen, das ist immer sehr verdächtig, ob es hier nicht mal irgendwie, ne, da nicht irgendwie durchgeht, würde ich ja denken, aber offensichtlich nicht. Gut, kann natürlich sein, dass man das von der anderen Seite öffnen kann. Es kann natürlich auch sein, dass hier noch, das sieht sehr so aus, als fehlt hier noch eine von diesen Mauern. So wird das sein. Und so wie die Geometrie war, würde ich sagen, ist der Hebel dazu beim Riesen drüben. Gucken wir doch gerade noch, ob das stimmt. Dann hätten wir noch einen schönen Abschluss, denn in die andere Richtung möchte ich, glaube ich, in dieser Folge noch nicht. Ich habe den Verdacht, dass wir uns da jetzt wirklich dem Boss nähern, also Aldrich, Saint of the Deep, wenn wir hier den Altar, der kam ja auch aus irgend so was Altarartigem rausgequollen. Ich vermute mal, dass er da drin gerade schläft und uns gleich heimleuchtet, wenn wir ihn da aufwecken. Ich weiß auch nicht, was das hier für verhüllte Dinger sind, ob die gleich noch eine Rolle spielen. Oder nächste Folge dann eher. Hier kommt man irgendwann wieder runter. Alles interessante Dinge, aber jetzt gucken wir, was wir mal den Hebel finden. Ja, gut. Ja, was bist du denn überhaupt für ein hässliches Bild? Ja, jetzt haben wir wieder. Sind wir wieder von Maden besetzt, sehr charmant. Ja.
Also hier wird es auch ein Geheimnis geben, wie man die schneller los wird. Vielleicht kann man die mit Feuer... nicht gesehen, ob, also man kann den Riesen offensichtlich, so konnte man ja auch den anderen, man konnte ihn treffen, aber macht ihm das einen Schaden? Ist das, kann er, ich kann beim besten Willen keine Health Bar erkennen. Okay. Oh. Projekt Hebel. Da ist kein Hebel. Man müsste eigentlich hier in der Ecke sein, wenn das irgendwie dieselbe Logik hätte. Ne. Kein Hebel zu sehen. Au, 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 au. Okay. So, das ist dann erstes wieder alle. Kein Hebel zu finden. Schönerer Abschluss als mit diesem Rätsel zu enden, wenn wir den Hebel finden könnten. Aber hier ist auch keiner. Vorne sehe ich auch keinen. Mal kurz überlegen. Der eine war hier rechts neben der Stelle, wo die Mauer hochging. Der andere war hier hinten in der Ecke und macht dann diese Mauer hoch. Wo könnten sie denn dort einen Hebel versteckt haben? Irreführung da hinten in der Ecke noch irgendwo. Sehe ich aber auch nicht. Vielleicht auf der linken Seite. Sollen wir noch? Gehen wir mal gucken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da sind wir ja raufgekommen. Das spricht ein bisschen gegen den Hebel, dass der hier ist, weil das war ja der Eingang, den wir hier genommen haben in diesem ganzen Kircheninnenraum. Das ist von der Dramaturgie her, wäre das merkwürdig, wenn die dritte Wand direkt hier aufging. Das macht eigentlich schon mehr Sinn. Schade, ein bisschen enttäuschendes Ende. Wenn wir den jetzt nicht finden, dann muss es ja irgendwo gehen. Interessante Frage ist ja auch, was es mit dieser Mauer hier eigentlich auf sich hat. Die verbindet ja nichts mit nichts. Sind wir da überhaupt hingekommen? Ich glaube nicht. Vielleicht wird das mal noch ein Versuch wert. Unser natürliches Ende, weil Estus auch jetzt alle ist. Hier ist kein Hebel.
Also von der Logik des Spiels würde ich sagen, es muss an einer Stelle, der Hebel muss sich an einer Stelle befinden, wo man auch sehen kann, dass die Mauer hochgeht. Zumindest nicht so weit entfernt, dass man es definitiv nicht sehen kann. Wir können mal gucken, ob wir vielleicht doch irgendwie über diese Mauer da kommen. Wo müssen wir denn hier noch? Ja, das ist auch nur so ein Absatz. Könnte natürlich theoretisch auch hier oben sein. Es ist ja jetzt, wenn ich mir das so anschaue, andererseits auch ein bisschen unwahrscheinlich, dass das hier der Schlussfight ist. Weil da auch immer so ein Nebel alles abtrennt. Wieder ein Gem. Irgendwann müssen wir uns mal mit der Waffenaufwertung auch befassen. Ich habe jetzt schon so viel Rohmaterial dafür angesammelt und mach nichts damit. Vielleicht mache ich das auch mal off-camera, weil das ja wahrscheinlich nicht so furchtbar interessant werden wird. Okay, wieder mal falschen Instinkt gehabt, was den Schlussgegner angeht. Es geht hier an. Ah, da kommt er. Mhm. Gut. Das macht Sinn. Was keinen Sinn macht, ist, dass wir weit und breit keinen Hebel haben. Also, mache ich jetzt noch einen Versuch, diesen Aufzug raufzufahren und zu sehen, ob wir da oben irgendwas ausrichten können. Hier gibt es auch nichts. Hier gibt es zwar einen Nebel, aber der hat ja nun nichts mit der Wand zu tun, sondern mit dem Aufzug. Ja. Also um nochmal hier als Fazit quasi über diese ganze Thematik. Ah, was haben wir denn hier noch? Ah, ich weiß es. Das ist der Ausgang oberhalb des Friedhofs. Die großen Türen, wo stand, wir kommen nur von der anderen Seite raus. Jetzt haben wir allmählich alle Shortcuts hier aufgeschlossen. Sehr gut. Diese Mauer ist. Also vielleicht ist die auch einfach nur Irreführung. An die kommt man ja offenbar gar nicht dran. No friend ahead. Und Liar. Hm. Kann man da vielleicht außen rum gehen? Required ahead. I don't understand. Da kann man doch nicht rüberspringen, das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Das ist zu weit. Also es ist. Die Lage ist ja völlig eindeutig. Ich kann jetzt allerdings auch nicht erkennen, ob man da drüben überhaupt drankommt an diese Brücke. Oder ob diese Kanzel da im Weg ist. Kann ja eigentlich nicht. Geht wahrscheinlich an der Kanzel vorbei. Sieht aber nicht so aus. Es ist Guts required ahead. Ja, ich bin ratlos. Würde ich das Spiel jetzt nicht als Experiment spielen, sondern so wie ich normalerweise spiele, würde ich jetzt googeln. Aber das ist ja nun verboten. Ich glaube, wir sind am Ende dieser Folge angekommen.
Seelen sammeln. Hm, trifft man gar nicht. Auch interessant. Hä? Are you real, sir? Or are you... Ah, okay. Doch. Ja, Sackgasse. Beziehungsweise eben nicht Sackgasse, sondern Ratlosigkeit. Eine Sackgasse, von der man weiß, dass sie eigentlich keine ist. Kein Illusory Wall. Diese Kerzenständer kann man auch nicht zerhauen. Anders als die da. Klettern kann man in diesem Spiel ja sowieso nicht. Ich bin mit dem Latein am Ende. Schade. Das wird jetzt wohl erstmal nichts. Ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, wir konnten ja auf der anderen Seite mit dem Aufzug auf so einen Absatz fahren, aber der war, glaube ich, nicht, oder? War das diese Höhe? Das wäre noch ein Versuch wert. Das machen wir jetzt noch zum Schluss und dann ist aber endgültig Materi am letzten, was immer das heißt. Oh, vielleicht ist das es auch alle. Also vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so schlau, jetzt nochmal was Riskantes hier zu unternehmen. Ich kann mich nämlich auch gar nicht mehr erinnern, wie das mit diesem Aufzug, wie leicht der zugänglich ist. Es gab ja auf jeden Fall auf der anderen Seite einen Aufzug, der uns da so in die Höhe gebracht hat, von unten. Aber wie leicht man da hinkommt, kann ich mich gar nicht mehr erinnern. 4300 Seelen. Was kostet die Welt? Das gehen wir mal schnell. Hier ist ja auch jetzt kaum noch ein Gegner unterwegs. Titan ein Schaden, wie sollen wir dann das liegen lassen? Ja, das ist da, wo es da oben klappert, da führt uns der Aufzug hin. Ich weiß nur nicht mehr wo. Hier ist ja dieser etwas unerfreuliche Ritter, an dem kommen wir jetzt rückwärts gleich nicht mehr vorbei. Das heißt, ich hoffe, ich verlaufe mich jetzt nicht mehr. Tue ich aber, glaube ich. Hier? Ich glaube, hier war das. Ja, das war gar kein Aufzug, das war eine Leiter. Okay. So, wenn jetzt hier das auch nicht auf diesen Lettner geht, dann haben wir die Möglichkeiten. Meine Theorien erschöpft. Das sieht nicht so aus. Stattdessen sterben wir jetzt wahrscheinlich. Auch nicht. Aber wir sind natürlich so nah dran. Also jetzt, wo ich das hier aber aus der Nähe sehe, vielleicht ist das aber auch generell eine Quatschidee von mir, dass man darüber kann. Aber wozu sind die dann hochgefahren? Ist confusing. Und es gibt ja definitiv hier oben Bereiche, in denen wir nicht waren, da drüben auch. Das ist ja, oder ist das, wo wir reingekommen sind? Nee. Oder? Moment. Na, ja, das könnte sein. Wir sind ja dann hier hinter dem Riesen einmal im Kreis gelaufen. Könnte ich jetzt nicht beschwören. Da drüben waren wir.
Hier oben waren wir jetzt noch nicht, aber das kann natürlich auch sein, dass dazu der Zugang dann doch irgendwo anders ist. Ja, jetzt... Ich ein erstes Problem. Huch, Eieiei. Ah, diese Vierfachattacken, das ist wirklich unerfreulich. Jetzt habe ich so wenig Haft, dass ich gar nicht weiß, ob ich da noch runterspringen kann oder ob mich das schon alleine umbringt. Würde ich aber gerne, wenn man sonst an diesem Ritter so schlecht vorbeikommt. Okay, wir haben jetzt den Bereich interessanter Themen wieder verlassen und reden wieder über mundäne, banale Details des Navigierens in diesem virtuellen Raum hier. Wie gesagt, die interessante... dann hat sich das auch erledigt. Die interessante Frage, die wir vielleicht mitnehmen können heute, ist Unsicherheit. Die Unsicherheit, die wir in unserem Leben immer und überall haben. Und die ja auch eine wichtige Grundlage für Frustrationen ist. Weil Frustration ja meistens bedeutet, dass wir noch nicht sicher sind, was die Folgen eines Geschehens sind. Und diese Unsicherheit verändert fundamental, wie man mit allem umgehen kann. Und ich glaube, das Thema können wir mal weiterentwickeln und vielleicht beim nächsten Mal uns ein bisschen Gedanken darüber machen, was die stoische Haltung, wie die mit Unsicherheit interagiert. Also wie diese Tatsache, dass man nie sicher sein kann, was das Richtige, was das Falsche ist. Wie das damit interagiert, dass man diese stoische Grundhaltung hat. Und damit wollen wir es auch gut sein lassen für heute. Ich hole jetzt die Seelen nicht wieder. Die sind ja, erstens waren es nicht so viele und zweitens sind die ja leicht zugänglich. Das Rätsel dieses Bereichs, in dem wir noch nicht gekommen sind, werden wir nicht mehr lösen. Und die Fogwall für den Endgegner, voraussichtlich haben wir ja gesehen, das sehen wir dann nächste Folge. Damit lassen wir es gut sein für heute. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal bei der Stoic Challenge. Tschüss.